Der Neckburner ist ein einfacher, schicker Wurftrick, der ein gutes Element für Bodycombos bildet und bei dem man sich leider unheimlich den Nacken verbrennen kann. Die Grundhaltung des Neckburners ist das Gegenteil der Umarmung. Beginnt mit einem Stopover und führt das Diablo mit der Nicht-Spielhand um den Körper. Dabei wollt ihr den Faden unter eurem Arm entlang führen. Das gelingt euch, indem ihr dem Stab der Nicht-Spielhand nach unten neigt. Dreht euch mit, um euch zusätzliche Zeit zu geben. Hebt das Diablo mit der Nicht-Spielhand hoch und wickelt es schwungvoll aus. Es ist am Anfang ausreichend, wenn das Diablo direkt vor eurem Körper herunterfällt. Versucht es erst einmal dort zu fangen, indem ihr es mit der Spielhand auf der Außenseite der Schnur fangt und sofort wieder durch die Schnur hinter euch entlang auf die andere Seite schickt. Damit seid ihr wieder in der Ausgangshaltung und könnt den Trick wiederholen. Um den Neckburner zu verlassen, folgt dem Diablo direkt nach dem Fangen mit der Spielhand über euren Kopf und macht danach eine Sonne unten. Wie der Name verrät, kann man sich beim Werfen und Fangen ordentlich die Schnur in den Nacken sägen. Um dem vorzubeugen, empfehlen wir beim Lernen eine Kapuze zu tragen und sobald ihr mehr Übung habt, den Faden statt im Nacken eher an den Schultern zu platzieren. Dadurch habt ihr zwar weniger Schnur zur Verfügung, aber eure dann präziseren Würfe sollten das ausgleichen können. Viel Spaß beim Ausprobieren!